Hallöchen, ihr Lieben, zu einem weiteren Minecraft Let's Show Minecraft Beta 1.9. Und zwar ist es das Pre-Release 2, welches heute Datum der 29. Jepp veröffentlicht hat per Twitter. Ja, was gibt es Neues? Das erfahrt ihr natürlich wie immer hier. Momentchen, ich muss auch selber mal immer etwas duken. Ich hab's auch nicht auswendig gelernt. Also, wir gucken in die Optionen mal wieder rein. Da sehen wir, hat sich nichts verändert. Naja, Controls hat sich schon nicht verändert. Gut, gehen wir mal in den Singleplayer. Wir kreaten mal eine neue Welt. Und wir haben neue Game Mode. Einen neuen Game Mode, um genau zu sein. Survival haben wir jetzt in Hardcore. Ah, okay. Das ist der gleiche wie das Valmus, wie hier unten noch steht. Hat die harteste Schwierigkeit immer drin und nur ein Leben. Und wenn man dann stirbt, wird die Welt gelöscht. Ja. Wir werden aber mal und mit dem Gequatsche von diesem Video, von diesem wunderschönen YouTuber, dessen Link ganz oben in der Videobeschreibung stehen wird, als erster Link, könnt ihr dann das Video sehen. Begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Minecraft, alle Versionen. Wie beim letzten Projekt, ja. Ich Black Ops im Hintergrund. Also, da ich diese Version ebenfalls auch nicht in meinem Launcher verfügbar habe, also die Minecraft Pre-Release 1.9 Version, das ist die zweite Pre-Release Version, wie ihr seht, Minecraft Beta 1.9 Pre-Release 2, die habe ich auch nicht zu mir im Launcher zur Auswahl, deswegen gucken wir uns jetzt hier ein Video an, beziehungsweise wo ich dann jetzt hier drüber kommentiere. Ja. Und jetzt würde ich sagen, ja, ohne Webcam, weil in meinem Aufnahmeprogramm kann ich nicht mit Webcam nachsynchronisieren. Und mit OBS kennt ihr ja, mit der Facecam und alles. Das andere Aufnahmeprogramm ist auch nicht wirklich toll, weil das viel Leistung sieht. Aber ich gehe jetzt nicht weiter mit diesen scheiß Problemen auf den Sack. Ich habe ja schon gesagt, 2019 wird der PC neu aufgesetzt und dann sollte sich das dann auch ändern. Gut. Schauen wir uns das an, was alles neu ist. Man sieht es schon. Das Blaze Ward haben wir. Die Gast hier. Gold Nugget heißt auch Gold Nugget jetzt. Nether Ward. Glass Bottle ist neu. Spider Eye, das wird von Spinnen gedroppt. Dann gibt es noch das Fermented Spider Eye. Es gibt Blaze Powder, es gibt Magma Cream. Und es gibt 9 neue Music Discs. Ja, cool. Das war's auch an den neuen Items. Ich kann ja mal im Hintergrund eine neue Music Disc laufen lassen. Das hier sind die beiden, die immer da waren. Nehmen wir uns doch mal hier die Blocks, die neue rote. Ich lasse die mal immer im Hintergrund eine laufen. Eine Jukebox brauchen wir dann dafür noch. So und so. Gut. Ach, die gute Minecraft-Musik. Kommen wir mal dann zu den neuen Sachen. Dafür brauchen wir dann mal einen Zaun. Und zwar Zäune. Sind jetzt wie die Glasscheiben und die Iron Bars, also die Gitterstäbe, die heften sich jetzt auch an Blöcke. Ja, man sieht. Heften sich jetzt auch an Blöckchen. Ist ganz praktisch, wenn man es braucht. Ja, sieht dann so aus, wenn man irgendwie so einen Zaun bauen will. Ja, oder ein Geländer. Gut, die heften sich jetzt also ein Blöckchen dran. Dann geht es weiter. Und zwar, Pressure Plates. Man kann ja jetzt Pressure Plates auf einen. Machen wir es mal nicht da, die. Sondern. Oh, okay, reicht mal, wo sind du? Nehmen wir mal eine andere. Und zwar spielen wir jetzt Sherp. Sehr coole Lieder sind dabei. Wie viele denn sie machen jetzt? Ah, man hört Geräusche. Wenn man auf ihnen ist und an ihnen vorbeiläuft. Glock. Oh, bin ich durchgefallen. Man hört's. Glock. Die werden ausgelöst. Ja, und man kann damit super Tische bauen. Glock. So. Okay. Die Testificates, wie er im Beta Pre-Release 1 Video gezeigt, haben jetzt keinen Namen mehr. Sie heißen nicht mehr Testificate. Steht einfach nichts mehr über ihn drüber. Gut. Wir haben mit F5, das ist ja lange gewünscht, man sieht, man kann sich mit F5, kann man sich von hinten sehen. Wenn man jetzt nochmal F5 drückt, tada, sehen wir uns von vorne.
Übrigens, nicht wundern über den Skin, das ist ein kleines Projekt, das wir in Planung haben. Und zwar eine Custom-Map, aber da wird noch nicht viel zu verraten. Alles klar. So, der Cinematic Mode ist back. Das heißt, wir können mal wieder so. Wir machen mal F1, damit das Inventory und das die HUD verschwindet. Drücken F8 und haben nun ein Gleiten, ein langsames, man sieht's. Ist alles viel flüssiger. Ja. Hier. F5 mal gucken. Das ist alles etwas langsamer. Und es gleitet noch so ein bisschen weg. Sehr cool, wie ich finde. Ja, vor allem für Aufnahmen oder Servervorstellungen ist das eine sehr coole Funktion, die da hinzugefügt worden ist. 2011. Aber gut, machen wir mal wieder aus. Vor 7 Jahren. Was gibt es noch Neues? Und zwar Pumpkins. Man kann ja, wenn man eine Melone ins Crafting Grid tut, kriegt man Melonsamen. Das gleiche geht jetzt auch mit Pumpkin, kriegt man 4 Pumpkinsamen. Die Zombie-Pigments, die droppen jetzt nicht mehr immer verrottetes Fleisch oder Gold Nuggets. Das ist jetzt zufällig, also entweder Fleisch oder Gold Nuggets jedes Mal. Gut, man kann Items nun sich reparieren. Auch cool. Das heißt, wir brauchen auf einen Crafting Table und angeschlagene Items für des gleichen Typs. Nee, das ist jetzt blöd, machen wir es mal mit. Ach, wir sind im Creative Mode, da gehen die ja gar nicht kaputt. Auf jeden Fall ist es dann so, dass wenn man 2 kaputte Items hat, kann man die reintun, hier hinlegen und kriegt dann ein ganzes Item wieder. Ist recht cool, wenn man 2 kaputte Items hat, kann man ein ganzes wieder rausbekommen. Auf jeden Fall. Finde ich sehr cool. Finde ich auch ein kleines Update gewesen. Genau, wenn man jetzt die Leertaste oder neues Feature, kann man endlich wieder gedrückt halten, man muss nicht mehr jedes einzelne. Vor allem, wenn man da so 3 angebrochene Werkzeuge hatte. So. Oder noch mehr, was extrem praktisch, wenn man dann da 1 oder 1,5 aus so mehreren machen konnte. Blaze Watt ist neu, Magma Cream, Blaze Powder, Spider Eye, Fermented Spider Eye und der Glasbottle. Das sind die neuen Items. Wenn man ein Blaze Watt ins Crafting Feld tut, kriegt man 2 Blaze Powder raus. Ich weiß nicht, wofür das gut ist, ich weiß auch nicht, wofür Magma Cream gut ist. Spider Eye, das sind einfach Sachen, die gedroppt werden. Und Glasbottle, weiß ich auch nicht, wofür das gut ist. Da kann man sich, soweit ich weiß, nichts rausmixen. Ja, das kommt ja auch noch, mein Freund. Das ist sicherlich zum irgendwelchen Mixturen nachher machen oder so. Man kann auch mit den nächsten Updates. Oder andere. Da werden diese Items auch noch eine Funktion kriegen. Ich drücke rechts und kann man kein Wasser aufnehmen. Das coolste Feature, wie ich finde, jetzt ist ja Mob-Züchtung. Denn, wenn man Weed in der Hand hat, Moment, machen wir mal 64. Weed! Drogen! So. Nein, Spaß. Jetzt brauchen wir mal ein paar Schweinchen, Kühe oder was auch immer. Wo seid ihr alle? Am Map Generator hat sich nichts geändert, da sind Schweine. Wenn man jetzt Weed in der Hand hat, laufen diese Tierchen einem hinterher, wenn sie einen sehen würden. Da. Man. Hallo? Hallo? Kommst du mit mir hinterher? Oh Gott. Das will wohl gerade nicht. Das ist ja der tolle Vorführeffekt. Da, man sieht. Sobald, solange ich wieder hinterher habe, kann ich sie halt in meinen Stall oder auf dem Feld locken, eingrenzen. Oder was man auch immer damit machen möchte. Das heißt, ich kann ihn jetzt hinter mir herlocken, kleines Feld bauen, ihn da rein. Und wenn man sie füttert. Komm mal her. Ja, bleib doch mal. Versteck dich nicht überhaupt. Da bist du. Na komm. Oh, da lieben sie einen. Dann werden sie, ja, wie soll man sagen, dann werden sie. Geil. Dann wollen sie sich fortpflanzen, ja. Und wenn man dann 2 von denen so macht, also dich zum Beispiel auch, man sieht, jetzt werden beide hier herziehen, wir können es mal bei den Hühnern machen. Hühner, komm, du und du. Dann siehst du, dann umkreisen sie sich und plopp, haben wir ein drittes Hühnchen. So kann man jetzt halt sich seine Tiere züchten, sehr, sehr cool. Aber da war noch nicht mit Babytieren. Plopp, das kann man dann mit allen Tieren machen. Da haben wir schon so viele Hühner. Cool, also das ist wirklich, finde ich, wirklich sehr, sehr cool, dass man jetzt seine kleine Hühnerfarm, so eine Schweinfarm, so eine Kuhfarm und so weiter haben kann. Sehr, sehr cool. Ein sehr cooles Feature. Kannst du mit den Kuhn auf die Weide gehen, kannst sie vermehren, kannst wirklich eine Menge neue Sachen machen. Oh, was haben wir denn hier? Ach, Minenschaft, mein Mensch. Das zeigen wir auch direkt nochmal Minenschaft hier. Habt ihr ja aber ja schon gesehen. Kann man hier nochmal zeigen.
Finde ich immer noch cool, aber jetzt sieht man hier, verbinden die sich jetzt. Gut. Was haben wir noch? Wir haben, genau, richtig, den Hardcore-Modus. Oh. Aber ein neues Bett. Ganz spannend. Nein, wollte ich nicht. Mist. Ah, Mist. Okay. Generier, Building, das Terror, mach schnell her. Das Terror, schneller Bilden. Build dich schneller das Terror. So, kann man noch was erzählen? Ich glaube nicht. Doch, was zum Erzählen gibt's immer. Hallo? Gut. Wunderschöne Welt, wollen wir aber nicht. Singleplayer, neue Welt, und zwar... Nein, was? Kurze Pause, Moment, ich bin gleich wieder... So, jetzt aber. Moment. So nennen wir diese Welt. Hardcore! Ja, und natürlich im Hardcore-Mode. Ganz spannend, man hat einfach nur ein Leben. Black Ops im Hintergrund. Entschuldigung mich für die langen Wartezeiten und für das leichte Laggen. So, da sind wir Hardcore-Mode. Man sieht, da unten haben wir andere Herzen, weil es gibt ja nur ein Leben. Wenn du tot bist, bist du tot und dann wird die Welt gelöscht. Ist blöd. Ich muss mich jetzt aber mal umdrehen. Also man macht ein Backup, kurz bevor man gestorben ist. Ich muss mich mal hier trinken. Wenn man regelmäßig Backups macht, konnte man immer wieder herstellen. Bis zum bestimmten Zeitpunkt, wo man halt zuletzt das Backup gemacht hat. Die IP hat immer noch keine Auswirkungen. Ja, ich kann dir mal was zu den Endermen sagen, denn wenn die Enderman-Perlen droppen, dann teleportieren die ein, ja, das zeige ich auch nachher nochmal, und stirb leiser. So, da sieht man's, Game Over, Score 0, denn der Score ist neu, ich weiß nicht, wie der Score errechnet wird, auf jeden Fall, wir haben jetzt natürlich noch nichts geleistet, gibt es Score, wenn wir Leute, Viecher töten und so weiter. Und es steht dann auch schön, you cannot respawn in Hardcore Mode, delete world. Tja, man sollte wohl nicht in Hardcore Mode sterben. Und da ist es weg. Nicht mehr da. Blöd. Naja. Gut, ich weiß nicht, ob ich das im Creative Mode zeigen kann, ich glaube eher nicht. Auf jeden Fall, die Endermen, die teleportieren sich jetzt viel mehr. Die Endermen teleportieren sich jetzt zu Pfeilen, also, wie soll ich sagen, Moment, ich bin, gucke nämlich hier gerade in das Minecraft-Forum, weil ich glaube nicht, dass wir jetzt so teleportiert werden. Nein, da brauchst du auch diese anderen Dinger für. Naja, auf jeden Fall teleportiert man jetzt, wenn die droppen, die Endermen-Perlen. Oh. Lapis. Ist ja auch mal cool hier. Also, ich finde sehr, sehr coole Sachen, macht auch der neue Map Generator, finde ich sehr, sehr geil. So. Alles klar, das war's dann auch schon soweit mit der Pre-Release 2. Ich sehe nichts mehr von der 1.9. Wann die Release wird, ist noch nicht klar. Bewege ich mich noch? Ich kann mich nicht mehr bewegen, doch. So. Oh, ja. Wann die Release ist noch nicht ganz klar. Ich guck gerade mal alles durch, ob ich was vergessen habe. Ich meine nicht. Ja, die Music Discs, die könnt ihr ja mal selber ausprobieren. Da ist eine zerbrochene bei. Die kann ich ja mal kurz mal vorspielen. Komm, wir haben ja die Zeit. Das ist ja diese Hero Rind Disc. So, Momentchen. Jukeboxe. Wenn die schon so heißt. Das ist diese hier. Ich finde die alle Music, die alle sind, alle neuen sind sehr cool. Das ist dann die zerbrochene. Unschwer zu erkennen. Hört euch das mal an. Thank you.
Oh, ganz gespenstisch. Das ist echt geil, aber wenn man die jetzt so hört. Also hört euch das am besten mit Kopfhörern hier an, dann kommt das viel geiler rüber, schön laut. Okay, ich glaube, das reicht dann auch. Ist eine sehr, ja, gruselige, ich weiß nicht, wie man das so sagen kann. Eine Horror-DVD, beziehungsweise Schallplatte. Auf jeden Fall, alle Musik, das sind wirklich sehr cool. Wir haben halt Sherp, Far, Maul, Melloy, Stell, Straight und Ward und Eleven. Und Blocks. Sehr cool, alle. Ich habe nichts vergessen, meine ich. Nein. Gut, wenn ich was vergessen habe, tut es mir leid. Der Download-Link dieser Pre-Release ist wie immer in der Beschreibung. Ich hoffe, euch hat das kleine Video hier gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Abonniert uns doch, kommentiert, favorisiert und so weiter. Das würde uns, also uns, wir machen ja Let's Plays together, wir machen Custom Maps. Black Ops ist gerade an der Reihe, es werden noch viel, viel, viel mehr Let's Plays folgen. Es lohnt sich auf jeden Fall, hier mal reinzuschauen. Gut, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich sag tschö. Wir sehen uns. Tschö. Und wir sehen uns. Wir sehen uns. Ja, tschö. Komm. Au, das ist heiß. Ja. Mist. Ja. Genau, da seht ihr auch den Kanal. Heißt der überhaupt immer noch so? Ja, das ist immer noch so. Ja. Gut, Leute, da habe ich jetzt das Video abgespielt. Übrigens zum Download-Link von der Minecraft Beta Version 1.9 Pre-Release 2. Der Download-Link, den gibt es bis heute noch. Also, das heißt, ihr könnt ihn euch immer noch holen. Ich habe das auch getestet, der Link funktioniert noch. Allerdings habe ich jetzt nicht so einen Launcher verfügbar und ich kann die auch irgendwie nicht normal hinzufügen. Also heißt, ich weiß nicht, ich habe ja so diesen speziellen Launcher, diesen Cracked Launcher, wo man halt, ja, gecrackt und auch nicht gecrackt spielen kann. Dazu wollte ich ja auch nochmal ein Tutorial machen, mache ich dann, glaube ich, mal nächstes Jahr, wenn ich den PC neu aufgesetzt habe. Und das hoffentlich wieder alles richtig funktioniert. Und, ja, also, wie gesagt, die Version gibt's bis heute noch, also auch noch nach 7 Jahren ist der Download immer noch verfügbar. Jetzt würde ich es aber immer downloaden, weil er könnte, sagen wir mal, bis nächstes Jahr 2019 nach 8 Jahren dann vielleicht auch mal weg sein. Oder er bleibt auch noch über 20 Jahre oder was weiß ich wie lange im Netz. Aber er könnte auch schon vielleicht nächste Woche einfach mal so weg sein. Vielleicht so, ja, denkt er sich, okay, jetzt wird er bald 7 Jahre alt, dann ist er mal weg. Das heißt, schnell sichern, bevor der Link weg ist. Das heißt, ihr klickt im Prinzip auf den Link, dann öffnet sich eine Seite, die einfach weiß ist und dann ladet ihr diese Java-Version-Datei runter mit der Dateigröße von erschwinglichen 1,9 Megabyte. Ja. Wie gesagt, könnt ihr euch runterladen und dann bei euch in Minecraft installieren, wenn ihr auf dieser Version spielen wollt und die auch nicht verfügbar habt. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit normalen Minecraft-Launcher aussieht. Den habe ich zwar auch drauf, aber es ist durchaus einfacher, über den gecrackten Launcher-Version zu machen, weil ich auch immer zwischen meinem Cracked-Account und meinem offiziellen Account wechseln kann, weil mein Cracked-Account, ja, damit spiele ich immer gerne auf gecrackten Servern, weil da gibt es sehr coole. Und zumal ich auch mit den gecrackten Accounts meistens sogar auf den offiziellen Servern spielen kann, was richtig cool ist. Also nicht auf allen, auf manchen bin ich gesperrt, aber auf vielen klappt es. Aber nichtsdestotrotz, das war's heute mit der aktuellen Folge oder der neuesten Folge, wie auch immer man es, ja, ist im Prinzip dasselbe, mit der neuesten Folge von Minecraft alle Versionen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr weiterhin auf diesem Kanal nichts verpassen wollt, könnt ihr natürlich auch abonnieren. Aber auch nur, wenn ihr möchtet. Ich bin damit raus. Ciao, Leute.